Hallo liebe Politiker. Mein Name ist Julius Gehrig. Ich bin Kassem. Ich bin Jana. Ich bin 18 Jahre alt. Und ich würde gerne mal von euch wissen, warum gestaltet ihr die Politik für Jugendliche nicht interessanter, dass wir auch wirklich kluge Köpfe haben, die den Nachwuchs stellen? Und meine Frage ist, warum Lehrer während ihrer Tätigkeit an den Schulen nicht kontrolliert werden, weil die dürfen sich ja alles rausnehmen, was sie wollen oder fast alles. Wie ihr das denn mit dem Geld machen wollt? Da kommen jetzt eine ganze Menge Belastungen auf uns zu. Wie soll das funktionieren? Und ich würde gerne wissen, ob es für den Euro überhaupt noch Rettung gibt. Wann wollt ihr Politiker anfangen, radikal zu werden? Wirklich radikal, was Natur angeht. Alles zu erfassen, alle Ressourcen und die gut zu verteilen. Und nicht dieses Larifari, wir müssen vielleicht eine Energiesparlampe einführen und am Ende kommt doch nichts mehr raus. Wann wollt ihr anfangen, die Welt zu retten?